Oh Gott, Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Mit meinem Lieblingsaufnahmepartner Marco. Jo, Oni. Digga, was ist jetzt auf einmal mit deinem Mikro los? Jetzt! Meine Mikro? Ja, du hast eben kurz so gespackt. Ja, weil ich gemacht habe. Ja, okay. Also, um erstmal was klarzustellen, Marco wird demnächst ein paar Videos für mich hochladen. Das wird sozusagen das vorletzte Video, das ich erstmal hochlade, weil ich aktuell keinen Content habe. Daher jetzt auch irgendwie nur so ein halb gemachtes Inside the Backrooms Video. Ah, jetzt ist der Hund auch noch da. Ich bleibe im Schrank, ne? Ja, ich auch. Ich könnte eigentlich auch machen, dass man noch deine Sicht sieht. Fällt mir gerade so ein. Nein. Das könnte man machen, ne? Ja, das glaube ich mache ich auch. Keyboard und noch den Controller bitte. Kann ich meine Sensitivity einstellen beim Controller? Nee, ne? Glaube nicht. FPS Limit 120, Bruder. Die wirst du halt niemals erreichen, das wissen wir. Egal, Auflösung ist schon auf Max, glaube. Ja. Bildschirm maximized window. Nee, Spaß, maximized window. Oh mein Gott, Bruder. Sync! Disabled. Bei mir ist Max sogar. Also jetzt no flex, aber. Ansenden. Weiter. Bei mir ist es Max. Der jetzt. Das heißt, man kann auch ab und zu meine Sicht sehen, oder was? Nee, man sieht jetzt permanent oben im Bildschirm deine Sicht. Und das kannst du ja gerade mal kurz beweisen, indem du ihn so aus dem Schrank gehst. Nee, du kannst mich lecken, Bruder. Okay, du ich kannst mach. Mich mal lecken. Ich hab größere, ja. Ja, ist okay, hier ich komm auf. Hast du Dings, ein bisschen Mandelwasser für mich? Oder ist hier ja, habe ich. Ich weiß aber nicht. Okay, so öffne ich Inventory. Nee, warte, das sind Anxiety Pills. Ups. Ja, aber habe ich. Moment. Ja, ich brauche eins. Ich brauche eins. Hier, nee, bitteschön, das ist mein letztes Mandelwasser. Weil du weißt, Mandel. Sag mal, wie sprint ich mit Controller? Frage ich. Okay. Also, wir müssen jetzt. Guck mal. Ey, das war mein Mandelwasser. Gib her. Ich zeig dir jetzt was, okay? Alter Wichser. Hier ist mein scheiß Mandelwasser. Kommst du? Nee. Doch. Also, guck mal, hier diese Bilder haben. Warte, wie mache ich Taschenlampe an? Guck mal, in irgendeinem Winkel kann man in diesen Bildern einen Buchstaben sehen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie Detective das hinbekommen hat. Hello and welcome to. Wir gucken uns an, wie Passwort von den Bildern gesehen wird. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ihr seht diese vielen Bilder, die da sind auf der Wand. Guckt euch unbedingt mit der Taschenlampe an, ob da eine Buchstabe drauf ist, wie D, C, A oder B. Nehmt dann diese Buchstabe in diese Code und dann habt ihr diese perfekte PIN. Habt ihr den PIN, habt ihr alles, was ihr braucht. Gut, das war alles. Bye, bye. Irgendwo hier in den... kennst du nicht, ein anderer, mit dem ich das früher aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob die Videos online sind. Aber der hat hier Buchstaben sehen können. Ah, hier, B. B. Hier ist ein H, oder glaube ich. B. H, B. A. Also, Moment. Hier bei dem Bild. Ah, C, A, B. Moment, C. Boah, Alter, das mit der Taschenlampe funktioniert auch nicht so blendend. Wir sollten uns die Buchstaben notieren. Mach mal bitte. Ja, mach ich gerade. Ja, okay, du machst das mit den Buchstaben und ich stehe schmiere. Ja, mach das. Also C, A, was war hier? C, A. B, C, A. B. G, T, A, B, C, G. D, 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 D,
Hier sehe ich keinen Buchstaben. Und. Der ein bisschen Schiss, weißt du? Monster, 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 Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Spaghetti, okay. Coach Spaghetti, Licht ist rot geworden. Ja. Wo ist das Radio-Kopfmonster? Du meinst Siren Head? Nee, das ist ein Sirenenkopf. Das ist der Sirenenkopf. Aber Dishi ist das Spaghetti-Arm-Radio-Kopfmonster. Aha. So, ohne Scheiß, die haben wirklich so ein Radio als Kopf. Das tut mir voll leid. Sind mit, bestimmt mit Mangle verwandt. FNAF-Anspielung auf höchstem Niveau, Bruder. Willst du eigentlich mal sagen, was du für Content bringen wirst? Wenn du hier die. Nein, ich spoiler nicht. Nee, nicht? Okay. Nee, weißt du. Nee, Hogwarts Legacy mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Hogwarts Legacy vielleicht noch mehr? Minecraft ist schon ausgelutscht, aber unser Motto ist ja, was ausgelutscht ist, lutschen wir ja wieder an. Genau. mal gucken, vielleicht Minecraft Hardcore. Okay. Also wenn ich verreck, bin ich halt für immer tot. Projekt ist weg. Dann, so. Also. Dann mal überlegen. Ich könnte Rec Room VR bringen. Obwohl, ja, also, das ist eigentlich relativ unspektakulär bisher, ja, glaube ich. Du könntest ja... ohne dich? Dings, du hast doch auch Phasmophobia. Ja, ich könnte Phasmo VR bringen. Ja, Phasmo VR. Genau genommen habe ich ja nicht Phasmo, sondern ein Freund. Ja, doch, das hast du, das hast Shared Library. Das konntest du dir leisten. Genau, das konnte ich mir leisten. Das kannst du auch das Toilette, oder? Safe, oder? Du bist ja kein unterbezahlter Mitarbeiter. Hilfe, ich werde versklavt. Nein, wird er nicht. Er lügt. Doch, werde ich wohl. Nein. Der gibt mir immer noch meine 50 Euro nicht. EA! Nein, scheiße. Jonas, hier steht EA. Zur Verteidigung, ich habe ihm das Game geschenkt hier. Das, vielleicht kann er das ja mit... Zu meiner Verteidigung, hier ein Bild, dass ich es ihm wirklich geschenkt habe. Ich muss jetzt ja, ein paar Kombinationen ausprobieren. Also, wir haben... gegen das nochmal. Klicken. Interagieren. Hallo? Ich kann es nicht drehen! Are you stupid? Ja, das ist immer so. Soll ich es für dich drehen? Soll ich das Rätsel für dich gleich machen? Ja, mach du mal. Ja, Moment, lass mich kurz umstellen. Mit Controller... Keyboard und Tastatur anwenden. Weiter. Also, der erste Buchstabe ist C. Kannst du es auch nicht bewegen? Moment, meine Mutter saugt gerade. Was mit Controller kann ich bewegen, auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, mach mal. Also der erste Buchstabe ist C. Ja. Ja, dann. C, A. Ja. B. Moment. C, A, B, ne? Ja, B. Und Cap! ja, weiter. Jetzt müssen wir raten. C, A, B. Was für ein englisches Wort gibt es das mit C-A-B? Warte, C-A-B-E? Ich glaube, ich habe die Kiste geöffnet, weil ich habe irgendwas gehört. Nee. Das war ein... Cabin. Cabin, Capt. Ich wünschte, ich könnte dir mehr Infos, was die Bilder angeht, geben, aber... Also, das ist Safe E. Weil ich habe eben ein Öffnen gehört. Nee, das war die Vents. Das waren die Vents bei dem Hund. L, C, A. Ja, wo kommt das denn her? Kann ich noch essen? Ja. Das kommt vom Stuhl. L,
L. Wir haben ein L. Was könnte denn C-A-B-L? Also, wir haben C-A-B-L. Und jetzt fehlt der letzte. Und den letzten, keine Ahnung, der ist hier schwer herauszufinden. Also, ich sehe hier was, aber ich kann es nicht ganz erkennen, was es ist. Oh ja, du hast es. Du Genie. Was haben wir jetzt hier alles? Wir haben das. Wir haben das. Sag mal, wie viele Körperteile hast du gerade? Also so Finger, Hände oder so. Ich meine nicht in Real Life, ich meine im Game. Das ist so. Ich weiß es nicht, sag mal warum. Das brauchen wir für ein Rätsel. Körper. Wie viel Körperteil? 10 Finger. 2 Arme, 2 Beine, 10 Zehen, 2 Füße, 2 Ohren, 2 Augen, 2 Nase. Ich hab gesagt, nicht in Real Life, sondern in Game. Also ich hab. Ja, in Game. Nein, ich meine in deinem Inventar. I. Ach, in meinem Inventar? Ja, drück mal I. Muss kurz. Ja, Y ist es bei mir, weil ich höre auf Controller. Ich habe. Du hast eine Hand. 4 Finger an deiner Hand, glaube ich. Nee, du hast nur eine Hand. Eine Hand. Das ist eine Hand. Ich weiß es nicht, aber in der Hand sind irgendwie, glaube ich, nur 4 Finger. Taschenlampe aus. Und rennen. Denkst du, das Ding kann Türen öffnen? Ja. Oh. Das Ding ist schon weg, Junge. Soweit wir im roten Raum sind, verfolgt es nicht mehr. Doch. Das war doch eben schon hier drin. Ich muss kurz meinen Controller abkoppeln, weil... Ne? Ja. Es ist nicht mehr da. Es ist weg. Dann lass raus. Du gehst vor. Ach, na klar. Ich muss kurz was in die Einstellung machen. Ja, ich warte auf dich. Ich muss Empfindlichkeit ein bisschen höher stellen. Ey, Digga, ich muss die Empfindlichkeit noch höher stellen. Willst du mich flachsen? Dankeschön. Ich will hier nicht weiter. Hier ist rotes Licht. Okay, weißt du was? Jonas, ich opfer mich für dich. Wo müssen wir hin? Sag an. Gib mir eine Wegbeschreibung. Links, rechts oder so. Versteck dich in einem Schrank, guck in meinen Stream und dann opfer ich mich für dich. Ist mir egal. Du kommst eh nicht ohne mich weiter. Wir müssen mit der Kassette jetzt was. Da ist es. Das kommt. Das folgt uns. Nö, es kommt durch. Es kommt nicht. Es kommt nicht! Zu dumm? Ich hab da noch gratis Steps. Du gehst vor. Geh vor. Leck mich! Du wolltest dich doch gerade eben noch opfern. Ja, okay, komm. Ich weiß was, komm, ich lenk's ab. Du Opfer. Bist so ein mieses Opfer, ne? Du bist ein Opfer, ne? Du nennst mich Opfer, versteckst dich aber. Ich weiß. Trotzdem Opfer. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Da wo ich hin muss, gibt's da einen Schrank. Mein drei Ecken hat ein Hut. Ach, scheiß drauf. Selbst wenn drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht einen Hut, dann wäre er nicht mein Dreiecken. Ach ja, mein Dreiecken.
Ja, deine drei Ecken und Jimmy's Mom. Das neue Lied. Was war das? Irgendwas hat's zerbrecht? Ja, ich weiß. Ich hab ein Ohr. Ich hab ein Ohrenzettel. Die Uhrzeit ist 9.05 Uhr. Ich hab noch eine Nase. Okay. Das ist so sass, wie ich das sage. Hier liegen Zähne. Ich glaub, oh, lose Zähne. Iba. Ich glaube, so langsam sollte ich alles haben. Ekelhaft. Bah. So, hier ist nichts drin, so eine Scheiße. Hey, ich bin in meinem Aufzug, ne? Okay. Was soll ich machen? Nichts. Von da kommen wir. Sicher? Eins, ja, zwei, drei, vier. Nein, eins, zwei, drei. Mein vier. Hut, der hat drei Tecken. Zeig mal drei kurz Tecken dein Inventar. Hat... Oh, so, warte, die hab ich schon. Ich hab ne Hand. Fünf. Wir haben fünf. Eine Hand. Wir haben fünf. Nein, der hat keine fünf Finger irgendwie. Soll ich mal fallen lassen? Nee, du musst. Oh, doch, der hat fünf Finger. Wir brauchen die Hand. Also ist dumm, die fallen zu lassen. So ein ekelhaftes Vieh, ne? Bist du dir gerade ernsthaft die Beschreibung davon durch? Durch direkten Augenkontakt ist das Vieh eingeschüchtert. Du musst das Vieh in die Augen glotzen und dann lässt es sich in Ruhe. Nein. Du blöder Wick. Nein, nur für ein paar Sekunden ist es so in der Schockstarre. Danach greift dich das Ding wieder an. Ich kenne Monster Gefahren, Klasse 4. Junge, ich kenne dieses Game in- und auswendig. Glaubst du, ich lüge dich an? Ich glaube, ich verstecke mich mal hier, ne? Du musst zu dem Raum, wo das Pferd ist, kommen. Kriegst du das? Digga, leck mich. Ich weiß nicht, wo das ist. Außerdem ist das Monster bei mir in der Nähe, das Spaghetti-Monster. Ja, bei mir auch. Wenn das hier eine Safe Zone ist, ne? Nee, ist dann es ist nicht. Geil. Ist nicht. Hier gibt's keine Safe Zone. Ich komme. Ich guck, wo ich lang muss. Vielleicht finde ich's ja. Ah! Oh mein Gott! Ich hab mich so erschrocken! Er läuft sowas von straight ins Spaghetti-Monster. Es ist an mir vorbeigelaufen. Bei mir ist ein Hund. Das Vieh ist an mir vorbeigelaufen. Okay. Was kann das? Was kann das? Information. Nein. Eine sehr seltene Stelle, dass dir einen Energy Boost gibt, okay. Noch nicht nutzen. Das ist, wenn du komplett wegrennen musst vor irgendwas, dann gibt dir das für einen kurzen Moment einen Boost. Digga, wo muss ich lang? Komm, versteck dich und gucke meinen Stream weiter. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich habe keinen Heal. Ja, ich bin in deinem Stream. Ja, ja. Links? Ja, da ist. Da rein. Ich geh kurz in den Schrank. Da bin ich drin. Das bist du. Und dann gib mal raus. Warte, dann komm ich jetzt mit dir. Komm hier, mit dir. Sekunde, wo bist du? Da. Ich brauch ganz kurz schnell Antibiotika. Gib mal Almond Water, gib mal Mandelwasser. Ja, Sekunde. Gib mal Mandelsaft, fallen Alter. Lassen, da. Warte, ich muss kurz laufen. Folg mir. Warum hast du gefaved? Das war aus Versehen. Auf! Okay, ich konnte nicht rennen! Was ist das? Bullshit. Ich hab das Ding laufen sehen, Alter, das sah so lustig aus. Ja, 1:1 ist das. Das Ding macht auch keine Schrittgeräusche, ne? Bei mir. Hat.
Aber bei mir macht es keine Schrittgeräusche, wenn es dich jagt. Bei mir macht das so ein dop 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 dop. Das ist voll süß. Nein, das klingt so richtig so gruselig so. Scheiße, jetzt habe ich mein Headset fallen lassen. Ja, bitte nochmal. Wie klingt das? Hat man das gehört? Nein, hat man nicht. So. Wie als wenn neben dir. Nee, stell dir vor, du hast wen beleidigt in der Schule, deine Mutter kommt deswegen in die Schule, schon mit Gürtel gezogen. Stell dir diese Fußschritte vor. Noch brutaler. Ach du Scheiße. Ja, so klingt das. So klingt das. Schon. Woher weißt du, wie das klingt? Keine Ahnung. Jonas, hast du deinen Lehrer beleidigt? Nein, ich hab... Nein, du doch nicht. Doch. Ah, ich hab mir in die Hand gestochen, scheiße. Was? Ich hab hier einen Schrank, also juckt. Achso. Aua, meine Hand blutet ja nicht, Spaß tut mir nicht. Ja, ne? Also bei mir ist das Licht noch rot. Also bei mir ist es noch rot und das Ding macht... Jetzt ist es wieder bei mir normal, aber ich weiß, da wo ich hin muss, bist du. Und weil bei dir das mein nicht Hut noch rot ist, kann Ecken. Ich nichts machen. Drei Ecken hat mein Hut. Es ist bei und uns beiden nicht Hecken, mehr rot. Dann wird er nicht mein Hut. Sollen Soll ich mal rausgehen? Ich weiß es nicht. Also bei uns beiden ist es nicht mehr rot. Aber nein, ich höre irgendwas schleimen. Ich höre irgendwas schleimen. Ich glaube, ich habe den Hund gehört. So ein... Irgendwie sowas. Und ich höre das Heulen von diesem Vieh die ganze Zeit. Ja, Junge, wir können nicht jetzt die halbe Folge nur im Schrank chillen. Okay, wer Eier hat, Digga, geht raus. Ich hab mal hab. Raus. Tschüss. Ich komm mit. Ich lauf grad hinter dir her, ne? Und ab wieder in den Schrank. Genau, und ab wieder in den Schrank. Und verfolgt doch nichts, bist du komplett jeck. Nee, nur kurz zum Überlegen. 9.05 Uhr war die Uhrzeit, okay. Ja, 9.05 Uhr. Soll ich das direkt googeln? Nein, nicht die echte. Was passiert, wenn ich das Pferd jetzt. Was passiert, wenn ich das Pferd jetzt einen Millimeter move? Geht dann die Tür weg? Nee, die kannst du gar nicht mehr moven. Was so? Komm mal rein. Du. Das ist so behindert. Du musst mir. Du musst mir. Ey, hallo. Concentration. Du musst hier mir schon sagen, wenn hier vorne auf der Uhr 9.05 Uhr angezeigt wird. Boah, Digga, ich kann nicht die Uhr lesen. Nein, Stundenzeiger ist zu weit. Zurück. Oha. Hallo, zurück. Ja. Der Stundenzeiger ist zu weit. So? Nein, eins zurück nochmal. Ja. Und jetzt den Minutenzeiger einmal. Nein, weiter. Ich sag... Ungefähr schon. Nein, weiter. Sekunde, ich guck ganz kurz. Bin ich dumm? Ja, bist. Hä? Wir haben doch 10. Das ist auf 10. Aber wir müssen auf 9.05 Uhr. 9.05 Uhr, du bist auf 8. Oder irgendwas, keine Ahnung. Das Ding ist, das Licht blendet so hart. 10? Ich kann die Uhr nicht richtig lesen. Und diese Uhr da ergibt keinen Sinn. Geh mal. Ah, doch schon, ich kann die Uhr lesen. Wir haben noch immer 10. Ich höre es klopfen. Kann denn noch immer 10 sein? Mein Hut, der hat Dreiecken. Dreiecken hat mein Hut. Warte, und hätte ist er das nicht denn... Dreiecken, dann wäre er nicht mein Hut. Ah, okay. Eine Stufe. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ah, wait. 6 Uhr. Sekunde, ich bin dumm. Ich sehe es doch in deinem Stream. Ach, was für ein Keck, Alter. Mein Hut, der hat Dreiecken. Dreiecken hat mein Hut. Und hätte er nicht Dreiecken, dann wäre er nicht mein Hut. Ja, das sollte 5 sein. Jetzt muss den Stundenzeiger drehen.
Nein, das ist 8. Ja. Das sind 9 nur 5. Mach deinen Stundenzeiger drauf. 9. Auf 9, nicht auf 10, du Spaß. Ja. Alter Junge, du hast ja auf 8 gemacht. Bist du dumm oder so? Die Uhr ist schwierig. Die ist eine schwere Geburt. Ja, oh, jetzt bist du eins zu weit gegangen. Ja. So, jetzt. Und jetzt? 0847. Digga, wie du deinen Kopf da reinsteckst. 0. Ich hab 8, den Hund gehört. 47. Ich hab den Hund gehört. Ich hab den Hund gehört. Ich hab den Hund gehört. Merk dir 47. 47? Ja, 47 merkst du dir. Wait a second. Wait a second. Ja, Digga, wenn du dir aufschreibst. Das soll ich mir nochmal merken, 47, ne? Nee, schreib komplett auf. 0847. Ja, warte, ich muss mir kurz einen Stift rauskramen, der was schreibt. 0847, Moment. Ich nehme den Stift mal. Ganz kurz. Boah, Digga, Alter, Stift. So, dankeschön. 0847. Ich soll mir auch 92 29 merken, ne? Nee, 29 musst du nicht mehr. Ja, nicht mehr, aber du meinst eben noch, merk dir mal die zwei Zahlen. 29. Ja, yeah, das ist jetzt nicht mehr wichtig. So, okay, weiter. Der ist hier. Hier ist der Hund, egal. Wo bist du? In dem Raum mit den vielen Dingern. Mit den vielen Schränken. Welcher Raum mit den vielen Schränken? Ja, da raus. Da raus. Nein, bei mir ist auch ein Hund in der Nähe. Ja, einfach weiterlaufen. Lauf einfach weiter. Lauf! Nö, doch. Nö. Nee, leck mich! Du kommst da nicht mehr raus. Der bleibt jetzt, die Hunde bleiben jetzt für immer. Du musst jetzt an denen vorbei. Du brauchst mich wirklich so dringend. Ja, schon, ansonsten funktioniert das Game nicht. Warte, ich warte, bis seine Schritte weggehen. Ein bisschen. Digga, der verkämmt sich gerade bei mir. Vorm Schrank oder so. Ich muss kurz überlegen. Stille. Okay, wir müssen jetzt an sich den Film schauen. Okay, kannst du dir Sachen merken? Ja, schon. Ich habe einen Stift. Nee, Spaß, ja, kann ich wirklich. Sowas kannst du dir nicht notieren. Wie lang kannst du dir, sagen wir mal, 3 Sachen merken? Wenn ich mich anstrenge, 2 Tage. Wenn ich mich anstrenge. Und dann denke. Und 6? Vielleicht einen Tag. Mal okay, die Angaben reichen mir. 6 Dinge ist schon hart schwer. Ich muss mich bei 6 Dingen schon hart anstrengen. Und auswendig lernen. Ja, ich könnte es mir vielleicht merken. Vielleicht Tag oder ab. Stunde 6 Dinge. Ich hol dich ab. Ah! Ein Kurva, Mario Blatt! Ich bin in Smiler reingelaufen. Geil! Oh mein Herz! Oh, ich sterbe! Scheiße, Alter! Nein. Mein Puls ist auf 130 Trilliarden! Du bist doch schon längst tot! Alter! Du Opfer, Junge, du riesiges Opfer! Mein Hut, der hat 3 Ecken. Dreiecken hat mein Hut. Und hätte er nicht 3 Ecken, dann wäre er nicht ein Hut. Mein Hut, der hat 3 Ecken. Du kommst jetzt auch mal aus deinem scheiß Schrank raus. Ne, wo soll ich denn hin? Ja, ich zeig dir wohin. Du musst an meine Leiche. Siehst du, guck mal, leuchte mal rum. Warte. Du solltest so einen Schatten sehen, wenn du rumleuchtest. Ah, da bist du! Ja, du fetter Wichser! Folg mir. Du musst hier an meine Leiche und gucke auf den Boden. Falls Smiler. Ja, was mit deiner Leiche? Ja, da ist ein Koffer. Du musst an den Koffer.
kannst du mit denen interagieren. Jetzt nimmst du dir das Filmband raus. Das Filmband, ja. Jetzt folgt mir. Ich folge dir, bis ich draufgehe, Alter. Was passiert, wenn wir beide draufgehen? Nichts. Oh, verlaufen. Hier. Jonas, 14 Jahre alt, kennt sich in den Bergums aus und verläuft sich trotzdem. Wo bist du denn? Hier. Ich sehe dich nicht. Hier. Da. Wenn ich dich anleuchte, sehe ich dich nur. Und jetzt. Warte, schiebst du hier das Ding rein. Hier schiebst du jetzt die Kassette rein. Kann ich eingeschaltet? Kann ich nicht. Doch, oben. Kann ich nicht. Oben. Geht halt einfach nicht. Oben. Oben. Ach, oben. Ja. I. Und da schiebst du jetzt das Ding rein. Und jetzt merkst, ich schieb immer mein Ding irgendwo rein. Okay, und jetzt merkt ihr, was da passiert. Das ist wichtig. Merkst du doch selber. 9 Leichen. 9 Leichen. Das und nicht. Nur wenn gleich die Gesichter kommen und da wird gesagt, was ihnen fehlt. Ja. Zeig Dalgo. Ohne Fuß. Zeig Dalgo, Robert Nilo. Robert Nilo das Auge. Okay, die drei. Hast du die drei im Kopf? Ja, ich habe die drei Gesichter im Kopf. Okay, jetzt kommst du mit? Aber wenn ich meine Taschenlampe habe, dann sehe ich dich nicht richtig. Doch, ich sehe dich, wenn ich sehe dich, wenn du läufst. Ah, nee, hier lang. Richtig, wo bist du? Hier. Ich habe mir sogar die Nachname aufgeschrieben. Okay. Einfach weiter. Du musst jetzt. Ja, ich will dir ja gerne folgen, aber du hältst manchmal einfach an. Die Leiche. Wieder meine Leiche. Ja, was brauchst du? Was brauch ich? Du nimmst jetzt die Finger. Die was? Die Finger. Ja. Weiter runter. Die Nase. Jetzt hab ich das Ohr genommen, scheiße. Egal. Nase. Egal. Du nimmst das Auge, Nase. Zähne. Und das war's. Okay. Jetzt. Ja, das war's? Okay. Okay, jetzt folgst du mir wieder. Smiler! Egal. Den kannst du umgehen. Folg mir. Ich weiß. Ich bin im Umgang. Ich hab ihn nicht angeguckt. Also nicht straight. Hier lang. Smiler! Weiter. Egal. Komm einfach. Ich bin tot. Bist du ein blöder Wichser, Jonas? Okay, jetzt müssen wir beide die Tür finden. Als ob dich aber der Jumpscare nicht gefickt hat, Junge. Mich hat der zu Tode erschreckt. Ganz ehrlich, das Jumpscare ist einfach nur eklig. Und ich war sogar darauf vorbereitet, dass ich den Jumpscare kriege. Ja, okay, ich war unvorbereitet, okay. Ich kann es aufs Unvorbereitete schieben. Ich war unvorbereitet auf diesen Jumpscare und bin deswegen halb gestorben. Ich brauche erstmal deine Hilfe, meine Tür zu finden, Digga. Ich bin bei meiner Tür. Du musst halt nach so einem Leuchten Ausschau halten. Bei mir leuchtet alles. Also das würde ich gerne auch wissen. Das lösen wir gleich, wenn wir diese Finger und alles haben. Aber ich habe die Gesichter noch ganz gut im Kopf. Ganz gut nun. Ich glaube, deine Tür ist bei meiner. Ja, ja. Dreh dich mal. Nee, zurück. Hier ist ein Leuchten. Nee, zurück. Ja, geradeaus. Nee, ja, nee. Ja, nein, rückwärts. Rückwärts. Da, geh da mal in den Raum. Ist hier irgendwo deine Tür? Guck dich mal um. Nee, komm mal zurück. Ich höre was. Moment, ich Aufzug. Wo
Wo bist du? Wo bist du gerade? Da ist doch ein Leuchten. Ah, ich weiß, wo du bist. Bleib mal kurz da, wo du bist. Ja, nimm dir mal Finger und so und mach das alles. Nee. Ich kann nicht auch... Geh mal zurück zu deiner Leiche, dann weiß ich, wo du... Ich seh deinen Dreckschatten, ne? Ich hab deinen Dreckschatten gesehen. Ah, Marco? Siehst du meinen Namen? Nein, ich seh dich nicht. Ich hab eben deinen Schatten gesehen, wie du gelaufen bist. Ich seh deinen. Ja? Geh mal, aus... Komm mal so... Von deiner Leiche. Zu diesem Gang, wo du gerade... Ja. Ich seh deinen Schatten. Okay. Hier in die Tür. Okay, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Hier? Ja. Links. Ja, rein da. Und jetzt guckst du dich mal in diesem Raum um. Nee, zurück. Ja, und jetzt guck dich mal in dem Raum um. Okay, da nicht. Geh zum Pferd. Geh mal Richtung Pferd da. Wo ist Richtung Pferd nochmal? Ich glaube hier lang, ne? Ja, da. Geradeaus. Links. Nee. Zurück. Ich habe gesagt Richtung Pferd, nicht zum Pferd. Ja, geradeaus. Da in die Tür. Nee, zurück. Da, ja. Vielleicht ist da deine Tür. Nee, hier jetzt auch. Ah, okay, dann glaube ich, weiß ich, wo deine Tür ist. Geh zum Leichenraum, also da, wo deine Leiche ist, nur weiter. Ja, und dann? Weiter. Weiter geradeaus. Also prinzipiell immer der Route folgen. Ja, da jetzt in den Raum. Guck dich mal da um. Da! Da! Warte, bis ich auch in meiner Tür bin. Jetzt muss ich dir erstmal ganz kurz wiederfinden. Wo bin ich denn gerade? Uff. Ah, hier bin ich. Okay. Junge, ich habe eine Orientierung in den Backrooms, das ist nicht mehr normal. Ich grinde dieses Game zu sehr. Und rein. Das sind meine Items. Da. Der Koffer leuchtet auch. Das ist echt. Aua, nein, noch ein Smiler. Und ein Hund. Alles ist bei mir. Digga, leckos mir. Wo ist der Leiche? Du hast alles. Ja, ich hab alles. Du hast ja alle Finger und so. Geh in den Leichenraum. Da ist er. Und jetzt den Namen, das was denen fehlt, zuteilen. Marley, Jennifer Marley, war Auge. Okay, Auge reinlegen. Benutzen. Und dann fehlt uns noch ein Fuß. Irgendwann. Wir hatten... Boah, aber es wurden nur 3 Leute gesagt. Ja, das passt so. Du musst die 3 Leute finden. Irgendwie Nalko noch und Nilo. Robert, Nilo. Ich weiß es glaube ich noch. Ich glaube, das war eigentlich der mit dem Fuß, oder? Nee, der am meisten war mit dem Fuß. Was brauchte er nochmal? Ich glaube, Nase. Nein, ihm fehlt ein Finger. Die Finger, okay. Noch irgend so ein Nalko oder so, keine Ahnung. Nee, Degaldo. Degaldo, was für ein Nalko? Komm ich darauf wieder? So, Degalko, fehlt ein Fuß. Aber wir haben keinen Fuß. Doch, irgendwem fehlte doch noch eine Nase und ein, Aber die haben nur 3 Leute gesagt. Aber irgendwem fehlt doch noch eine Nase, out of nose. Ich glaube, Marley fehlt auch noch eine Nase. Auge, Nase, glaube. Stimmt, einem fehlte noch das Auge. Ja, das war Marley. Benutzen. Okay. Dann müssen wir den Fuß finden. Aber der Fuß müsste eigentlich bei dem Vent sein, der im Leichenraum ist.
Hier ist nichts. Nee, nicht bei dem. Bei dem hinten in der Ecke, wo ich am... Hier, ja. Nee, hier war die Hand. Hier war die Hand. Da war die Hand. Oh, hier ist Mandelwasser. Notiz lesen. Die Leichen. Skelette vermisste Personen, die an diesem Ort gefunden und aufgestapelt wurden. Einige ihrer Leichen wurden mit einigen Anomalien gefunden. Suche nach der einer Videokassette für weitere Informationen. Ach so, okay. Was ist da oben drin? Das frage ich mich immer noch. Ja, aus den Vents kommen die Hunde. Dann ach so. Guck nochmal das Tape. Dann guck dir nochmal das Tape an. Nee, guck du dir das mal bitte an. Dann kann ich das besser machen. Marco Fischer. De Galdo braucht aber auch noch was. Meine ich. Ich habe den ersten nicht ganz gemerkt gehabt. Wir haben 6 Sachen. Keiner kann etwas mit dem Fuß haben. Wir haben die 6 Sachen. Es wurden aber 9 Leute gefunden, ne? Ja, aber es gibt 6 Leichen, die bluten. Ah. Ja, 6 Leichen, aber... Hä? Ja, dann dürfen hier doch gar keine 2 Sachen drin sein. Wir können auch gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, bei Marley war Auge. Bei Marley war safe Auge. Bei dem hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das waren die Finger. Er hat auch einen auf Ethan Winters gemacht. Kannst du da die Finger wieder rausnehmen? Ja, kann ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Guck mal nach. Der Stiefel Kurt, seht ihr die Leichen an, die sie verbergen, ein Geheimcode, achte auf das Blut. Oh, wait a fucking minute! Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wait a fucking minute, hier sieht man doch, was für Verletzungen die hatten. Aber nee, tut man nicht. Weil er meinte so, achte auf das Blut. Nee, das war für den Schrank, den Pin. Ja, sorry, Bruder. Nee, konntest du ja nicht wissen. Deswegen habe ich es dir gesagt. Nee, die Finger kann ich ja wieder rausnehmen. Okay. Dann geh du mal, such du mal deine Tür, geh zum Tape und sag mir, wer was hat. Nehme ich auch nochmal das. Ich weiß aber, Jennifer Marley oder so. Ja, doch, Marley. Hatte, die, Auge. Auge. Okay, wir müssen hier noch machen. Wir haben 11:57 Uhr. Ich weiß halt aber auch nicht. Ich weiß. Sowas. Ja, geh mal bitte zum Tape-Raum. Alter, ich werde so drauf gehen. Ich wette. Geh trotzdem mal bitte jetzt zum Tape-Raum. Und guck dir das heißt Tape an. Ja, ich bin dabei. Ah, bei mir ist Spaghetti-Monster. Und ich kann nicht mehr rennen. Und WhatsApp. Dann nutzt das Gelee. Und WhatsApp will noch irgendwas von mir. Alter. Dann use das Gelee. Glaube. Ja, ich bin erstmal safe. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans? Ich habe was gehört und ich habe Angst. Ja, ich auch. Deswegen chill ich erstmal. Junge, WhatsApp will einfach nicht aufhören. Das Ding ist, ich würde jetzt gerne ganz kurz mich vercampen und mir ein paar Snacks bereit machen fürs Volleyball-Match heute. Ja, wann ist es? Weil ich gehe heute zu Luis Volleyball-Match. Warte, ich gehe kurz runter und sag meiner Mutter, die soll mir bitte mal ein paar Raps fertig machen. Wann war das nochmal? Weiß nicht, irgendwann holt mich halt die Mutter von Luis ab und fährt mich dann zu seinem Volleyball-Match. Ist im Endeffekt auch mein Team, das Ding ist aber, dass ich noch kein Mannschaftstrikot habe. Und deswegen noch nicht mitspielen kann. Also ich gehe kurz runter, ne? Hey, weißt du was, warte. Ja? Wir beenden jetzt die Aufnahme, weil die Zeit schon wieder sagt, geht zu lang. Ja. Willst du kurz eine Abmoderation machen? Ja, also. Concentration. Nein, Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hat euch das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Bitte abonniert auch, weil ich will mein Geld endlich von Jonas haben. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir irgendwas zocken und vielleicht auch mal wieder ein bisschen Comedy bringen. Mal genau. Sehen. Ja. Ciao.